So, weiter geht's. Wie spricht man eigentlich Kamurocho aus? Und was steht auf dem Plakat hier noch drauf? Kamurocho. Oder heißt es Kamurocho? Das Ding ist halt diesen CH-Laut. Obwohl, den gibt es im Japanischen, oder? Gibt es einen, was das ein Chi-Laut gibt? Also, das ist halt. Chi. Aber haben die so einen richtigen Chi-Laut? Ich würde ja mein lustiges Chi-Chi konsumieren. Ja. Hand, der steht falsch rum, das kann ich mit einer nicht machen. Ist ein Schoßlaut? Zumindest nicht ohne Modifikatoren dran. Ne? Hm. Ich keine Ahnung, wie man das schreibt. Oh nein, jetzt wird hier schon gelabert. Immerhin werde ich mal reicher mit jedem. Mit jeder Mission, die ich immer, jeder Gruppe, die ich immer auseinandernehme. Ich könnte die 580.000 einfach zurückzahlen. Kiel, der Gutgläubige, hat einfach seine Adresse raufgeschrieben und seine Telefonnummer. Oh Mann! Oh, komm, eine Schlüssel. Oh, doch kein Schlüssel, sondern wie es. Wertloser, schnöder Mammon. Ich bin relativ weit hier. Hier war übrigens ein wichtiger Schauplatz für Yakuza Kiwami 1. Aber wahrscheinlich in Yakuza 1 auch. Ich müsste mir eigentlich mal irgendwie mal einen Vergleich angucken zwischen Yakuza 1 und Kiwami. Ob es da irgendwie. Wo da die Unterschiede liegen, wo die Spiele gleich sind. Oh, ist noch was? Ach, da drin, warte mal, gut, wenn wir hier schon mal hier sind. Oh, es sind überall so viele Leute in dieser Stadt. Ah, die Zombie-Apokalypse kann nicht früh genug kommen. Die startet da auch in Tokio. Die große globale Zombie-Apokalypse. Warte mal, ich komme da hinten noch durch, oder? Ja. Hm. Na toll. So, dritter Stock hat er gesagt, ne? Ich habe mich gestern unfassbar verwirren lassen, weil Leute erstes Obergeschoss gesagt haben, oder glaube ich, erste Etage. Aber die erste Etage ist natürlich nicht im also. Der erste Stock ist ja nicht die erste Etage, sondern die zweite. Das ist jetzt auch ein bisschen verwirrt. So mit First und Second Floor. So, warte mal, wir sind jetzt im ersten Stock. Ich hätte auch natürlich mit dem Fahrstuhl fahren können. Also, wir sind im dritten. Okay, gut, dann sind wir hier richtig. Dann. Guten Tag! Oh! Oh, hallo? Das ist. Bist du der Reitung, der Hausmeister? So in der Art. Ich bin hier, um sauber zu machen. Das ist auf jeden Fall wahr. Worüber zur Hölle redest du, Kumpel? Hey, du bist der Typ von dieser Forstwirtschaftsassoziation, nicht wahr? Ich werde dir nichts erzählen. Und jetzt hau ich ab, bevor ich die Cops rufe. Fang mal an. Ich bin mir sicher, sie werden es lieben zu hören, was ihr Typen macht. Also, wo ist dieses Klemmbrett? Ich nehme an, jeder meins Daten sind da drauf. Ich hab's verloren. Auf meinem Weg zum Rathaus. Mhm. Oh! Finger weg von dem Computer, Mann! Also, das ist, wo die Daten sind. Interessant. Es tut mir leid, aber du hast das hier sehr persönlich gemacht. Du kannst hier nicht einfach reinrennen und anfangen, irgendwie Beschuldigungen raufzurufen. Ich geb dir all meine Daten. Mit meinen Fäusten! Er sieht jetzt nicht so unbedingt aus wie der krasse Schläger, ne? Aber du meinst zwei Lebensbalken. Ich frag mich wirklich, was diese kleinen hohen Wände eigentlich berühren, ne? Na, was machen die? Die hauen auch weder den Schall weg, noch siehst du die Leute nicht. Oh, das war so präzise auch. Haben jetzt alle Rechner kaputt gemacht? Ist gut, egal. Ha. Das muss ich so übertreiben. Was ist hier schönes? Ach, cool. Dazu ist das Büro aber abgerissen.
Kann ich noch durch? Ist ja wirklich ziemlich zerstört, aber ich sehe keine mehr, oder? Wenn es mal Ziel wäre, die komplette Booty hier kaputt zu hauen, dann hätte ich das ja. Hä? Habe ich das Spiel verpackt? Hey, schnell. Genau. Ernsthaft? Ach, der Rechner hier. Ah, jetzt. Das war unnötig kompliziert. Nein, nicht die Computer! All diese persönlichen Informationen! Meines Freundes E-Mail-Adresse, meine Kollektion von geheimen Videos, selbst mein Blog, es ist alles weg! Ist so ein Blog nicht irgendwie online? Tja, das geschieht dir recht, dass du so viele Informationen verloren hast, nachdem du so viele gestohlen hast. Verdammt! Ich wusste, dass ich ein Backup hätte machen müssen. Also, du legst also die Leute rein, richtig? Das stimmt, nie wieder, Mann! Niemals wieder. Lass mich entschuldigen, was ich getan habe. Hier. Was? 100.000 Yen? Da fehlen aber noch 84.000. Eine Sache noch. Mehr? Da erinnerst du dich nachher an einen Typen namens Kenya, ein Gastgeber auch vom Stardust. Oh. Kenya? Du hast ihn an einen halben Million Yen abgezogen. Es ist Zeit, dass du ihn zurückzahlst. Und du hast wahrscheinlich noch viele andere unschuldige Leute reingelegt, dass du sie nicht mal unterscheiden kannst. Aber ich bin mir sicher, du kommst damit klar. Und wenn nicht, ich komme wieder. Ja, so, ich sofort. Ich nehme an, ich sollte etwas vorsichtig mit meinen persönlichen Daten sein. Aber ich mag die Idee für mehr Bäume. Ob da irgendwie eine Lebenslektion drin ist? Ach, jetzt sei mal. Ich wollte mich gerade wundern, wer jetzt hier rumsteht, aber es ist eine Messiah-Madi. Ich habe mich zur Polizei gehört und das ist bestimmt überhaupt total undenklich findet, wenn ich hier irgendwie. Ich kann nicht sogar reingehen. Was ist das hier eigentlich? Ach, das ist hier diese komische Videobude. Also eigentlich suche ich nur die Karte. Die. Den Schlüssel, der hier irgendwo liegen könnte, aber ich glaube, der. Oh ne, der liegt hier einfach direkt in der Tür, oder? Oh. Naja. Der muss irgendwo rumliegen. Ah, Schläger! Ey, ich muss los. Seitdem Quest haben wir noch, nachdem wir hier gerade diese wunderschöne Forstwirtschaftsassoziation kaputt gehauen haben. Fragst du dich wirklich? Haben die irgendwie. Ach, hier sind ja noch mehr Schläger. Das ist ekelhaft. Na komm, hauen wir die mal um. Ja, da kommt die Treppe, echt? Die hab ich übersehen. Was denn hier denn? Schon wieder einfach das Moped zerstören muss. Das ist einmal auf die Bestimmung fest. Ich kann das ja. So. Habe ich wirklich den Schlüssel auf der Treppe übersehen? Sam-Elend. Naja. Was soll es? Was soll der bei der Herkules haben? Wer hat das gesagt? Aber es sei ja mal die gemeckert, dass ich so langsam bin. So, ich möchte aber eigentlich nehme ich nach da. In die pinke Straße. Die bestimmt nicht pinke Straße heißt, sondern irgendwie anders, aber ich ist hier jetzt mal falsch nur sitze. Was soll eigentlich die Frage vorhin, ob es mir gut geht? Das geht eigentlich. Ich lebe, ich arbeite wieder. Also bei Urlaub vorbei und so Zeug. Das ist wie immer dezent unentspannt für mich. Ich habe mir heute nicht mal in meinen üblichen Nachmittagsschlaf abgeholt, wie ich das sonst mal habe, ich von Arbeit komme, weil ich irgendwie ein bisschen spät weggekommen bin, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ja, ärgerliche Geschichte, ne? Wechsel, setz nur Haus ab. Oh, scheiße. Und dann so was? Dann kommst du nicht rechtzeitig raus. Das ist immer wieder ärgerlich. Das war ganz schön wenig. Das war ein bisschen, aber Fahrrad ist auch okay. Na ja, Sam hat er einen Typ gemacht. Das ist ja sehr schön. Schibarek Netero. Kommt der Fett. Was?
Pass auf, Kiyo, das ist ein weiterer Typ, der das auf dich abgesehen hat. Die nennen ihn Stacy Korazusa und der ist, wie sein Name bereits andeutet, er hat seine Spezialität, es ist, dich zu überfallen. Er ist drüben in der Senryu Avenue und er wird dich wahrscheinlich nicht direkt erkennen. Was? Ist ja ein toller Attentäter. Also er ist so dolle Special, dass er mich nicht direkt gleich erkennt. Oh, ich renne mich gerade in die falsche Richtung. Naja. Passt. Die Herausforderer der Komaki-Schule, beziehungsweise... Doch, die Herausforderer der Komaki-Schule, doch das. Also krieg ich ja nicht im Don Quixote vielleicht mein besonderes Messer, was ich... Wo ist denn hier die Kasse? Hier. Komm. Guten Tag. So, warte mal, haben die hier irgendwie... Das Don Quixote hat noch ein Auge. Was? Traditional Men's Underwear that fills the viewer with manly vigor. Die Fondoshi? Ah ja. Was ist der gerade? Classic Cotton Underwear worn by men from all walks of life. Na, ich weiß ja nicht. Tatsächlich gibt es hier in der Bude keine... Kein Fleischermesser. Jetzt gibt es in diesem Laden alles. Hier gab es schon so komischen Bodycon-Dress. Es gab hier... ich glaube, die Frauenunterwäsche haben wir für Sayama hier schon gekauft. Sonst gibt es hier mal alles. Oh, wer sind die denn? Kennen wir die? Schau mal, wenn das Geld ist, was du willst, ich habe genug, um deine Taschen zu füllen. Also, wie viel? Sag mir einfach eine Zahl. Das geht hier nicht ums Geld, du kleine Schlampe. Du kannst dich hier nicht einfach rausbezahlen. Ich verstehe es nicht. Ich habe nichts Falsches getan. Na, natürlich hast du das, Was? Natürlich nicht. Du hast mein Mädchen genommen. Genommen ist ein starkes Wort, nicht wahr? Sie ist zu mir gekommen aus ihren eigenen freien Willen. Sie hat gesagt, es reicht ihr einfach in Armut zu leben. Ach, halt's Maul. Das hätte niemals passiert, wenn du nicht so rumgerannt wärst wie ein stolzer Gockel. Das stolz darauf, wie viel Geld du hast. Jetzt ist es Zeit zu zahlen. Mit Blut. Bitte! Gewalt ist nicht die Antwort. Die einzige Antwort, die ich für dich habe, ist mein Fuß und deinen Arsch. Was? Intelligente Zukunft? Das sieht nicht gut aus. Vielleicht sollte ich hier eingreifen, bevor das hier da ausrastet. Walk away quietly. Nein, das ist Hey. Das ist genug, wir beide. Huh? Du denkst, du kannst mir erzählen, was ich tun soll, Punk? Das ist nicht für dein verdammtes Geschäft hier, also hau ab! Du hast es zu meinem Geschäft gemacht, als du angefangen hast, hier eine Szene zu verursachen, mitten auf der Straße. Also jetzt beruhig dich oder sonst was. Was? Beruhigen? Das ist nicht die Zeit, um sich zu beruhigen. Und weil du mir dieses selbstherrliche Zeug reingehauen hast, bist du der Erste, der von meiner Faust stirbt. Oh, jetzt ist der hier ein Yakuza. Kaputt getreten. Der steht einfach nur beruhigt da. Ich kümmere mich um diesen Scheiße nicht mehr. Aber warte nur, ich komme zurück. Jetzt ist er wieder ein Yakuza-isch Mann. Ihm gerade war er noch ein Yakuza. Du hast mir einen großen Gefallen getan heute, Sir. Vielen Dank. Dieser Steger hier hätte mich wirklich ernsthaft verletzen können. Ich nehme an, du bist eingetreten, weil du es nicht mit ansehen konntest, wie ein Promi Leid erfährt, nicht wahr? Du bist ein Promi? Was? Du kennst mich nicht? Ha! Die Leute werden wirklich seltsam am jeden Tag. Ich bin der Präsident der erfolgreichsten der IT-Firma in Kamurocho. Kamurocho, habe ich das bis jetzt mal nicht richtig geschrieben? Ja, habe ich. Smart Eden. Jeder in der Stadt hier kennt mich Hiro, nennt mich Hiroyan. Da klingt jetzt nicht bei mir. Ha! Das passt schon. Und kann ich vielleicht den Namen meines heldenhaften Retters erfahren? Kiyo. Na, dann lass mich dir irgendwie danken, Kiyo-san. Wie soll ich das bloß tun? Ah, ich weiß es. Ich gebe dir den besten Preis für die Aktienoption für Smart Eden. Sprachlos? Ha, ich verstehe das schon. Nun, hier ist der Deal. Ich gebe dir 1000 Anteile für nur 50.000. 500.000.
Und ich kann dir ein kleines Geheimnis geben, Xeosan. Meine Anteile der Firma gehen in den Himmel. Jeden Tag. Also bestimmt bald, demnächst. Ah, ich habe bereits zu viel gesagt. Wir wollen ja hier nicht, dass das hier alles auf Insider-Trading hinausläuft, nicht wahr? Ich bin mir sicher, ob ich folgen kann. Wie muss sei, diese Anteile gehen also im Preis hoch. Ach komm, wir bekommen mal reden. Na gut, wenn du irgendwie auch verstehst. Hier, das sind dann bitte 1500.000. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Nun, alles, was du tun musst, ist warten. Dein Investment wird sich eines Tages, wird sich in kürzester Zeit zurückzahlen. Aber ich sollte gehen. Ich habe, ich muss mit Leuten reden und Geld machen. Mhm. Das sieht irgendwie nach einer Quest aus, die brutal schief läuft. Demnächst bald. Also geht aber erstmal nicht weiter. Also ich muss wahrscheinlich irgendein Bullshit erstmal machen. Den kennen? Ich glaube nicht. Oh, jetzt ein kleines Nickerchen. Ja, ist ja gut, ne? So ein kleines Nickerchen am frühen Abend nochmal. Jetzt noch ein Nickerchen und danach aber auch ins Bett, ne? Das wäre schön. Wenn ich jetzt wahrscheinlich 3 Meter weiter renne, kommt dann gleich die Option, die Ansage mit, ja, hier, übrigens, deine Achsen, die Achsen sind leider gefallen. Das ist jetzt leider nichts mehr wert. Oh, schade. Schönen Tag noch. Nun gut, weiter geht's.